So, dann haben wir Land Rush. Geht's weiter? Antois Battle. Marokko. Ich habe schon gesehen, das nächste kommt Pathfinder. Oh mein Gott, da gibt es wieder Berg. Da muss man bergsteigen mit Autos. Bergsteigen, anders schlimm. So. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du schnell wieder hochkommst, Blade, und dass du Sachen machst, die dir Spaß machen, wo du weniger Schmerzen hast. A Mage, oh. Ach, den habe ich auch, diesen Lafitte der GX. Okay, nehme ich den direkt. Den habe ich ja auch. Oder den hat. Der war auch gerade drin in der Liste. SC. Dann nehme ich den mal. Obwohl, den Truck, den ich eben gefahren bin, der war auch in der Liste. Der war auch nicht schlecht. Ich habe Doc Morbus Kron, habe schon 7 OPs hinter mir. Bei der letzten wurde der gesamte Dickdarm entfernt. Oh, das ist Morbus Kron. Okay. An meinen Füßen habe ich, also wurde ich vor 10 Jahren oder so, 12, 10 oder 12 Jahren operiert. 2008. Da damals zu Lich King-Zeiten oder so. Hatte ich Morbus Köhler 2. Dass die. Dass die Knorpel abgestorben sind an den Füßen teilweise. Mussten operiert werden und sowas, so also Umstellung gemacht werden. Der gesamte Dickdarm entfernt. Das ist, das klingt, das ist. Oh Gott. Das klingt ekelhaft. Hast du jetzt so ein. Sorry, wenn ich jetzt so direkt frage. Hast du jetzt so ein Plug? So ein Ding, wo du dann da rauslässt das Ganze, oder kannst du noch mal auf Toilette? Brauchst du auch nicht beantworten, wenn es zu persönlich ist. Sieben OPs, das ist halt schon bescheiden. 3, 2, 1, fight. Also 7 kann ich noch nicht mithalten. Das ist zu arcade-mäßig für Lenkrad. Also, sag ich mal. Mit Lenkrad kannst du es noch gar nicht spielen, laut Tests. Der kommt irgendwann im Patch raus, Ende November oder so, oder Anfang Dezember, soweit ich jetzt informiert bin. Ich habe auf GameStar den Test gesehen. Noch nicht supported. Ich habe auch so ein Schreiben bekommen, wo was drin steht mit Lenkrad, aber da stand auch drin, dass es nicht supportet. Leider. Weil es eigentlich ein Advanced Dirt ist. Ich finde da komisch, dass sie die Sachen halt nachpatchen vieles. Weil Dirt hat ja schon von Anfang an eigentlich immer mit Lenkrad funktioniert. Aber das ist halt so arcade-mäßig, dass ich mit Lenkrad das halt überhaupt nicht spielen wollen würde. Ich bin ja letztens mit meinen kaputten Füßen bin ich ja gefahren mit Lenkrad, mit Gaspedalen und Bremse und sowas. Und wollte die Füße da ein bisschen trainieren und ein bisschen kämpfen gegen die Krankheit und sagen, halt fick dich Krankheit, aber das ging mehr nach hinten los, dass ich dann wieder Ausfall hatte einige Wochen. Was ich immer wieder weiter probieren möchte. Na, mir wurde den Dickdarm gemacht. Ach so, okay. Dann klappt das doch mit dem normalen Auslass, alles klar. Vielleicht lässt sich das ja genauer steuern mit Lenkrad, aber du musst ja so viel Drift, so viel nachkorrigieren, dass das Nachkorrigieren, glaube ich, ist mit dem Joystick schneller. Und du musst jetzt, was meine Vermutung ist, nicht so präzise steuern. Ja, das ist gut. Zum Glück kannst du noch normal aufs Klo gehen. Ich glaube, also wenn ich jetzt hier als ich Formel 1 gefahren bin mit Controller, weil ich halt nicht nutzen konnte Lenkrad und Pedale, habe ich es verflucht jede Sekunde. Aber hier ist es was ganz anderes. Du musst halt nicht so genau fahren. Vielleicht musst du es ja, aber ich kann das halt nicht.
Wir müssen das schaffen, oder? wünsche ich uns beiden, natürlich. Das ist ja das Mindeste. Wenn nicht wir es schaffen, wer dann? So muss das. Recht hast du. Oh, ich hol die nicht mehr ein. Oder auf. Ein, sag mal, aufholen. Einholen, aufholen, einholen, egal. Beides geht. Ist er hier, da müsste man der Root Sandstorm hören bei der Strecke. Ja, GexTVBot, moin. Begrüß dich nur selbst, das kannst du. Und unten links ins Bild schön so ein Hellgeist dann liegen lassen. Dankeschön. Kann, sowas kann zusammenschweißen, meinst du? Man sich gegenseitig so unterstützt oder fühlt, wenn man selber in so einer ähnlichen Lage ist, auch wenn es ganz andere Krankheit ist oder so. Ich habe schon alles Mögliche mit meinen beschissenen Füßen der letzten Jahre durchgemacht hier. Hier Morbus Külla 2, Polyneuropathie-Gedönse. Hatte ich alles schon mal. Nie so, also nach dem, ich sag mal, nach dem 25, sagen wir mal 28. Lebensjahr oder so, ging es halt schon bergab fast. Das ist ja schon angekündigt. Also das ist dann schon immer so ein bisschen was gekommen. War dann zwar wieder weg oder wurde besser, weg war ja sowieso nicht, weil ich ja sowieso von Anfang an schon irgendwie so Senkfuß, Plattfuß, 58.000 verschiedene Bezeichnungen hat das. Platt, Senk, Spreiz, alles in einem irgendwie, auch wenn es das Gegenteil ist. Kann man alles haben, einfach Erfolge gesammelt im Leben. Einlagen musste ich glaube ich eh schon immer tragen, habe ich dann eine Zeit lang gemacht und mal nicht, dann habe ich mal die falschen getragen und durch das Tragen der falschen kam es auch wieder teilweise wieder zu Rückfällen. Ah ja, ich kenne dich ja auch. Schon seit längerem. Mach mal Ausrufezeichen Watchtime. Dann schauen wir, können wir sehen, wann wir uns kennengelernt haben. Oder wenn du Bock hattest, mich kennenzulernen. Nein, nein, nicht überholen. No, 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 no. Links, 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 links. Oh. Jetzt. Okay. Das Rennen war so lang, das reicht mir Platz 2. Da reicht hier. Da gönne ich der Britta Lindström das. Der das verdient, die ist gut gefahren hier. Und Platz 2 habe ich auch nur geschafft, weil der Marco oder wer auch immer das war, hängen geblieben ist. Da stand da richtig in der einen Kreuzung oder so. Kreuzung, Kurve. Cool. Hast alles mitbekommen, ja. Ja gut, das mitbekommen, seitdem ich live bin, 2014, ne. Hab ja schon vorher schon viele Sachen noch gehabt, nie schon immer wieder zwischen nochmal erzählt, aber nie so wirklich alles im Stück. Immer wieder Props, ne? Wenn's nur diese Probleme wären, wäre es okay, aber es gibt ja noch andere Sachen. Gibt ja noch, da kommt dann noch die Psyche noch dazu. Dann kommt noch die katastrophale Liebeswelt dazu, weißt du? Das ist halt alles. Da macht man dann Fehler, die man irgendwie nicht rückgängig machen kann. Ja, muss einem danach in ein Leid tut. Also, ja. Man denkt immer, Glück im Spiel und Pech in der Liebe oder umgekehrt, wie auch immer. Aber mir ist überall Pech. Ich werde nirgendwo Erster im Spiel. Liebe ist lost. Überall lost. Ja, und versuche halt darüber zu lachen, so wie jetzt. Oh nein, jetzt muss ich bergsteigen mit einem Auto. Yes, ist na. Jetzt spiele ich Reinhold Messner mit dem Buggy. Das habe ich zum Glück nicht mehr, aber habe ich nehmen müssen. Aber nicht wegen dem, nicht weil es mir gut oder schlecht ging. Von der Psyche her, WB.
Meletivius. Sondern das war, um die Schmerzempfindung des Körpers zu verändern. Weil wenn du das nimmst, ist dem Körper scheißegal. Die Schmerzen sind da, aber das ist dem scheißegal. Der fühlt sich alles anders an. Das tut alles so ein bisschen betäuben. So AOE-Betäubung für den Körper. Habe ich aber schon vor Jahren komplett abgesetzt. Weil da war ich... Gott, ich muss Third Person machen, das drehe ich durch bei dem Ding. Weil da war ich komplett broken. Da konnte ich nur... glaube ich, war ich 18 Stunden lang komplett flach am Tag und konnte nur schlafen und nichts anderes machen. Da habe ich dann die Schmerzen lieber gefühlt, anstatt quasi tot zu sein. Damals habe ich jeden Tag geträumt, dass ich sterbe. Jeden Tag. Jeden Tag, monatelang. Doch, ich habe auch immer Schiss gehabt einzuschlafen und mit diesen ganzen scheiß starken Tabletten bist du einfach eingeschlafen. Habe ich bestimmt 200 verschiedene Möglichkeiten von Sterben durchgehabt. Jeden Tag was Neues. Ich auch. Ich auch, Maledivius. Ich auch. Ich habe damit schon seit Jahren irgendwie zu kämpfen. Und das wird auch nicht wirklich besser. Ach, Rücken. Oh, du Scheiße. Katastrophe, Rücken. Rücken. Da kann ich auch Romane schreiben. Dadurch, dass ich jetzt mehrere Jahre so mit Krücken laufe, ist die Hüfte und der Rücken ja auch schon ziemlich angeschlagen. Aber wenn ich das halt da absetzen würde, dann wäre das auch nicht mehr so schlimm. Was hast du denn mit deinem Rücken alles so Interesse halber, Malle? Falls du irgendwas leaken willst, irgendwas lecken willst. Bergsteigen, Leute, ekelhaft. Ah, da fehlt noch ein Tee. Also bei manchen Events frage ich mich wirklich. Ey, so viel Zeit verloren kurz vorm Ding oder was jetzt? Ja, das ist nicht einfach, aber denke immer an euch und am Stream, das hat mir gut geholfen. Das finde ich schön, das finde ich gut. Immerhin ist das was Gutes. Wirklich was Gutes. Nee, nicht da, das ist nicht Doppel-T. Warte, ich schreib's dir mal vor. So. Schauzeit. Watschtime. So. Da steht alles drin. Wann du gefollowt hast, wie lange du geschaut hast, was du und wie viele Punkte gemacht hast. Ah, komplett Übersicht. Erzat. 1. Dezember 14, direkt zur WOD-Zeit. Also da, ne, vor der WOD-Zeit. Da kam irgendwann WOD raus, glaube ich. Währenddessen oder kurz vorher. Genau, 127 Stunden hast du schon hier Schweinereien mir zugeschaut, also beim Schweinereien machen. Und 964 Gags ist verdient. Ja, ist amtlich, ist gut. Klar, das ist schick. Das ist ein schicker Fick, sag ich mal. Kapi. I don't rally do nicknames. Mit Ford RS 200. Okay, das ist das Auto, mit dem man hier... Das ist ein bisschen früher. Aber nur ein bisschen und ganz knapp weniger Stunden. Aber ich finde, Keksi sollte man so einige Stunden abziehen, denn er hat nicht immer interagiert. Was meinst du, Keksi? So 7000 abziehen. Du musst immer präsent sein, immer im Chat sein, immer Hallo sagen. Ein Stream ohne Hallo und alles sowas zählt halt gar nicht.
Das ist 8 Tage, nachdem ich angefangen habe zu streamen, 10. Juni 2014. Hatte das vor 5 Monaten, dass wenn ich am Arbeiten war, es einfach richtig gekrampft hat. Oh, das kenne ich immer, so richtig Stechen und Krämpfe am Rücken. Letztes Mal, wo ich es hatte, habe ich mich zum Waschbecken so runtergebückt und habe mich plötzlich gestochen. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Lange Zeit. Und ich habe mich nicht bewegen können. Ja, genau, schreibst du, er konnte. Und sogar nachts, wenn ich gelegen habe, ist auf einmal unten. Ja, boah, das kenne ich. Alter, das klingt ja nach mir. Mich nicht bewegen konnte. Bin dann irgendwann mal zum Chiropraktiker gegangen und der hat eine Schiefstellung von 7 cm. Und bin 2 Monate jede Woche zum Einrenken und jetzt gehe ich alle 4 Wochen und mir geht's wieder gut. Gut, dass er das festgestellt hat und dir helfen kann. Das ist sehr geil. Finde ich gut. Chiropraktiker, natürlich warst du bei Alan Harper. Nicht schlecht. Hatte eine Schiefstellung von 7 cm. Also du hast... Ach so, du hast dich nur so... Ja gut, Schiefstellung habe ich glaube ich sowieso auch. Weil ich quasi so ein Buckel habe. Ich bin ja groß und ich muss immer kleinen Menschen von oben nach unten schauen und mal puh machen. Zack, ich richte eben einen Keksbot ein. Ah ja, der muss dann immer Hallo schreiben. Verstehe ich, also... Das kann ich bei dem GexTV-Bot auch machen, dass wenn ein bestimmter User reinkommt, dass er diesen User begrüßt. Das geht. Speziell auf bestimmte User. Aber du musst ja zurückgrüßen dann. Ich kenne dich lange, hab dich, glaube ich, zu... Ach so, Dying Light meinst du? Das war eins der geilsten Zombie-Spiele ever. Und kommt ja irgendwann der Teil 2, falls es schaffen. Hab ich sehr gemocht. Es war sehr geil. Hab aber nur das Spiel durchgespielt und kein einziges Add-on. Wenn ich gewusst hätte, dass es so lang nichts kommt, hätte ich auch die ganzen Add-ons gespielt. Denn ich glaube 2020 oder 2019 sind noch Add-ons rausgekommen für das. Sehr geil. Also super, super, super geschnetzeltes Zombie-Spiel. Ich habe ja eh kaum Zombie-Spiele gespielt, nur Dying Light und Dead Island. Ja gut, so direkte Story-Zombie-Spiele, wenn man es so sieht nach 7 Days to Die, habe ich auch gezockt, aber das war ja jetzt dann ein Survival-Game, das zähle ich ja nicht so dazu. Ja, er hat zu mir gesagt, wenn das Back nicht gerade steht, muss es immer gegenarbeiten und irgendwann entzündet es sich. Das ist logisch, klar. Immer gegenarbeiten und dann die Fehlstellung korrigieren und dann irgendwann hat es keinen Bock mehr und sagt, Schnauze voll hier, jetzt tue ich weh. Reicht mit dir. Raus da. Nein, der ist noch nicht draußen. Nee. Der ist noch nicht draußen, leider. Es ist jetzt sogar ein Addon rausgekommen, dieses oder ein DLC oder keine Ahnung, wie wir das nennen. Letztens. Ja, das Problem mit Teil 2 ist, glaube ich, ich weiß nicht, die Firma hat irgendwie Probleme mit Sachen und Dingen. Und es ist immer schwierig, wenn man ein Spiel so oft verschiebt und dann da dies und das immer regeln muss. Vielleicht auch irgendwelche Leute wecken wieder dazu und dann weiß ich nicht, ob es noch geil wird. Da kann ich man bei mir auch seine eigenen Punkte. Achso, du kannst ja theoretisch, also falls du dann nicht streamst, kannst du den Bot ja hier reintun, Keksi, dann kannst du halt hier auch Punkte sammeln. Für dich selbst oder die anderen, für deinen Bot. Das läuft. Ist er nur kleiner, okay? Ich habe das gar nicht so mitbekommen hier. Aber finde ich geil. Maledivius, dass es überhaupt geklappt hat. Aber Keksi, Maledivius, der Name erinnert doch eigentlich schon so an Magier oder sowas, gell? Wer heißt denn so ähnlich in WoW? Wie Vius oder Zambius, Zanius? Was ist irgend so? Irgendwas habe ich jetzt erinnert. Kleiner Publisher. Madevius, Madenia. Ja gut, wenn sie dann aber trotzdem zu lange brauchen, dann ist es halt schwierig, überhaupt das noch rauszubringen, so richtig, dass es nicht veraltet ist. Aber mal gucken, würd mich freuen. Also wenn es schon mal so gut ist wie das erste, würde es mir reichen. Und was ich auch hatte, wenn ich scheiße aufstehe, dass wenn ich laufe, es immer vom Arsch ins Knie zieht, oder? Aber Bandscheibe ist doch noch gut. Ja, aber
Also ich kenne dieses ganze Ziel und alles. Ich habe da wirklich, dadurch, dass ich jetzt lange Jahre mit Krücken laufe und extreme Fehlhaltung habe, weil ihr müsst euch vorstellen, ich kann auf beiden Füßen nicht auftreten. Also es geht, natürlich kann auch normal laufen und auftreten, aber Medieval Dynasty oder Medivius. Es gibt doch Gallivus oder was ist denn das denn? Ivus am Schluss, irgend so ein böser Dämon oder sowas. Keine Ahnung, Ivus, Mediv, Medan. Und genau, weil ich da halt, du musst dir vorstellen, ich kann auf, das sind meine Füße, wenn es meine Hände sind, ich kann halt nicht auftreten, auf beide nicht. Es geht, ich kann auftreten, natürlich, aber es tut verdammt weh, deswegen tue ich immer so ein bisschen auf linken, ein bisschen auf rechten, dann tue ich so ein bisschen auch die Krücken, dann mehr Gewicht auf die Hände, dann muss ich nur leicht auftreten, also ich kann nur so tapser machen und dadurch extreme, schiefe Fehlhaltung. Seit Juli 2017. Zu Hause nutze ich sie eigentlich kaum, weil zu Hause kann man sich immer irgendwo festhalten. Am Schrank, man kann ein bisschen mit dem Bürostuhl hin und her rollen. Man kann immer sich irgendwie hinsetzen und ein bisschen da resten, also kurz ausruhen. Aber wenn man irgendwas macht, macht man halt so ein paar Sekunden was, eine Minute maximal vielleicht, dann muss man sich wieder 10 Minuten hinsetzen. Also sitzen bringt nicht viel, weil bei Sitzen tust du die Füße auch anstrengen, noch den Rücken, damit du dich bei hin. Also ich kann mich nur erholen, wenn ich halt liege irgendwie. Achso, hast du gar nicht mitbekommen, ne? Ich habe chronische Entzündungen im Körper, also Füße, Beine so bis zum. Wie hoch ist denn das? Vom Knie unten, also vom, ja, sagen wir mal Schienbeinhöhe, also vom Fuß bis zur Schienbeinhöhe, habe ich chronische Entzündung mit Muskelfaserrissen. Ja, so nennt sich das. Genau. So könnte man die Krankheit oder die Diagnose, keine Ahnung, wie das sagt, nennen. Das ist halt, da kommt noch viel, viel mehr dazu, aber das ist halt alles sehr umfangreich. Aber das ist halt das Einfachste, am einfachsten so erklärt. Wir suchen das Beste auszumachen. Das ist schon heftig hier. 7 OPs, 5 OPs, schon krass. Liegen ist mein Stichwort. Ich Sofa mal ein wenig, bis später. Alles klar, Kekse, dann danke. Es war mir eine Ehre, den ersten Mod, den es hier gab, kennenzulernen, erneut. Kennenlernen, dass du da warst. Dankeschön. Machst du gemütlich am Sofa, chill ein bisschen und bis später. Wir sind ja nie aus der Welt. Und ich freue mich, wenn wir gemeinsam leveln. Kappa. Mit Controller. Oder mal ein Story-Spiel im Koop machen. Das wär's doch, oder? Dann kann ich da nicht. Musst du ein paar nicht auf und du erzählst mir alles. Das wär's doch. Voll geil hier. Wie ich bin Mod, geil. Wer will ein Timeout? nur dafür sind diese Säcke da, ja. Das Schlimmste, was ich hatte, war bis jetzt das scheiß Abszess. Konnte einen Monat nicht sitzen. Aua! Performance B, Handling S. A, B, S, B, nee, welches Auto habe ich denn hier? B, S, ich glaube, ich nehme den Peugeot. Ich teste den mal hier. Auch wenn ich den einen Ford, sind viele gefahren. Aber finde ich geil, dass diese Fehlstellung korrigiert werden konnte bei dir. Finde ich super. Ja. Mach mal das Beste draus, Blade, und passt das. Einfach hier nachts online gehen, ein bisschen streamen und komische Sachen im Internet erzählen. Da sehe ich mich. 2-1 Fight. So, ich hoffe, ich kann hier im Motorhaubensicht bleiben.
Ich finde, der Peugeot fährt, also hat sich vorher sehr gut gefahren. Okay, nicht durch das Tor durch, mit ein bisschen Bremsen hier. Jawohl, genau so. So wollte ich es hier, so sliden, ganz nah. Am Gelände, was auch immer das da war. Ach, das ist ein Sprint drin. Von B nach C, nicht von A. Hey! What the fuck? Hey, was ist passiert? Bauchdecke geplatzt. Boah, Bauchdecke, gar kein Gefühl mehr. Da war Notfall OP. Aua, wie kann denn sowas passieren, Alter? Jetzt schau mal, wie das Auto sich erschreckt hat, was du das geschrieben hast. Voll irgendwo dagegen gerannt, wo es gar kein Hindernis gab. RIP. Krass, einfach voll erschreckt das Auto. Da war doch nichts. Das war eine unsichtbare Wand. Und mit dem PP-Gas hier abgeben und da durchkämpfen hier. Also ich habe da nichts gesehen. Nicht vorstellen, wie die reißt. Ist die Bauchdecke, ist das oben ganz normal der Bauch oder ist das unten innen drin? Das klingt schon, das klingt halt beschissen schmerzhaft. Das ist einfach nur scheiße, ja. Kind hat sich auch gedacht, was da schief gehen kann. Ja, würde ich gar nicht so pauschalisieren hier. Ob man das davon hat hier. Maledivius, würde ich gar nicht so pauschalisieren. Weiß ich gar nicht. Ob man das nur von da hat. Oder ob es irgendwann sowieso irgendwie zu uns gekommen wäre. Von irgendwie. Das ist innen drin, okay. Aber ja. Scheiße mit Corona, kannst du nichts mehr machen. Obwohl wir Zocker machen, ja eh nichts anders, oder? Okay, Platz 3. Schade, vielleicht würde ich sogar 2 einschaffen hier. So schlecht war das gar nicht. Ja, die haben bestimmt so viel damit zu kämpfen, dass sie gar keine Berichte mehr rausgeben hier. Und wenn sie was rausgeben, kann man das eh nicht genau sagen, ob das stimmt oder nicht. Also, ich glaube, die tun das alle so ein bisschen schönreden. So, soll ich nochmal probieren, das Event? Das war jetzt länger. Nochmal testen, ob wir da vielleicht Erste werden. Dritte finde ich ja nicht schlecht. Aber wenn dieser eine Crash am Anfang nicht war gegen diese unsichtbare Wand, dann hätte ich es vielleicht geschafft sogar. Weil eigentlich hat sich's gut angefühlt, das Auto. Eigentlich war das gar nicht mehr so schlimm. BS. Die haben versucht, den Damen zusammen gemacht, da bei Sid was schiefgelaufen, dadurch ist die Bauchdecke innen geplatzt. Ach so, das war eine Folgeverletzung von der OP vorher. Der mit dem Darm das schon rumgespielt und dadurch ist die Bauchdecke dann geplatzt. 15 Kills gerade gehabt in Warzone und nicht mal Erster. So ein Noob, ey. Wie kann ich mit sowas überhaupt hier im Chat befreundet sein, Kapi? Also so geht das nicht hier. Gib dir einmal Mühe, Johnny. Einmal im Leben hier. Ist das schon so eine 20-Plus-Baumtroppen hier? Dann mir Screenshot schicken. Ah ja, ist natürlich kacke, wenn die eine OP die andere OP hier hervorzwingt.
Fightbeste for the Horror Type. Alles klar, seid ihr verziehen. Johnny, let's go. Einfach mal die Emotes reingehauen. Dann kannst du weiterhin schlecht spielen. Alles gut. Läuft bei dir. Da war ich ja vorher schon Erster hier. Den hatte mich ja bei der Brücke überholt, der eine, gell? Die Drecksau. Ja, wir hätten noch die Bäder zusammenzocken können. Das alles haben wir, ist ja nicht so schlimm. Machen wir schon. Zocken wir zusammen, zocken wir getrennt. Alles Mischmasch. Also wenn du leichte Kills haben willst, zockst mit mir, weil du irgendwelche Noobs kriegst, die meine KD da haben. Und wenn ich mich schwer tun will und quasi Rage quitten, dann spiele ich mit dir zusammen. Papi. Das passt schon. Vollversion ist egal. Ich kann dadurch, dass ich so eingeschränkt bin, nichts machen, Malle. Weil ich 24/7 Schmerzen habe. Mal stärker, mal noch stärker. Kann ich nichts machen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich um die Zeit was machen kann und die Schmerzen sind dann besser. Die suchen sich halt nicht aus. Und ich kann es mir nicht aussuchen. Also, ich kann nichts machen. Also Antwort ist dann eigentlich nix. So gesehen. Bin hier ein bisschen am Stream. Ein bisschen Taschengeld hier vielleicht noch kriegen, sag ich mal so. Aber das ist halt hier immer ein Minusgeschäft schon die letzten Jahre. Das war noch nie Plusgeschäft. Und durch die ganze Zeit, wo ich nicht arbeiten kann, oder habe ich immer mehr Schulden und Probleme gemacht jetzt. Also wird das immer größer. Ja. Moin. Dong. Grüß dich. Zephyr. Boah, ich hoffe, ich schaffe das hier noch. Komm. Wow. Yes. World first. Was hast du denn gehabt für Arbeit? Also ich glaube, Johnny, wenn das Game released wird, dann haben wir einige, die mitzocken wollen. Oder wir können dann, glaube ich, bestimmt zu dritt oder zu viert zocken. Denn bei der Beta, als ich die 16 Stunden Beta gezockt habe, kamen ziemlich viele vorbei und haben einfach mitgespielt. Fand ich ganz cool. Ich hatte eigentlich in den 16 Stunden immer jemand, der da war, der zockt. Das war das erste Mal, dass ich COD gezockt habe und immer jemand da war, mit dem ich mitgezockt. Ich habe normal keine COD-Freunde, weil ich halt zu scheiße bin. Also Skill 1, 2 ist halt kacke. Und die anderen sind halt alle so Skill 8 bis 10 vielleicht und ich bin damit 1, 2 halt nicht so, ne? kurze Frage, geht das Game, was du gerade spielst, auch in der Kolonne fahren? Wie? Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Wie Kolonne fahren? Bei net großen Maschinenbaufirma im Lager. Ah ja, hat das gebockt oder was? Du meinst, ob man Multiplayer spielen kann oder Koop oder sowas? Also du kannst sogar Splitscreen, vierfacher Splitscreen spielen, wie Mario Kart, falls du an einem PC spielen willst. Ansonsten ganz normal online, ja. Aber die Story, glaube ich, hier. Geht die Story auch? Also es geht auf jeden Fall bis zu vier Spieler Splitscreen, so wie bei Mario Kart.
wie das online ist, ob man die Events hier fahren kann. Weil das ist ja die Karriere. Ich glaub, weiß nicht, ob man die Karriere im Koop spielen kann. Da bin ich mir gar nicht sicher. Steht da nichts, weil ich glaube, das ist alles nur Singleplayer, oder? Und du tust ja während diesen Singleplayers, tust du ja versuchen, diese komischen Bestzeiten da zu erreichen. Jo, so haben wir alle unser Laster zu tragen. Blade hat auch Kacke mit Krankheit da am Dampfen hier und ich auch. Und bei dir mal wegen Job. Und ja, gut, dass dir zumindest vom Rücken her besser geht. Ich habe Forza 2 das letzte Mal gespielt, also Forza Horizon 2 das letzte Mal gespielt, Forza 4. Ach so. Ich war noch nie online, keine Ahnung, was man da alles machen kann. Ich gehe mal auf online. Ja, du kannst 4 Freunde einladen. Aber was du mit den... Kann sein, dass man die Story spielen kann zu zweit, weiß ich gar nicht, du. Modi-Auswahl, schau mal. Rennen und Partyspiele. Hier, Rennen. Achso, ja. Oder Partyspiele. Ah ja, das geht, aber ich glaube nicht, dass du diese Mission hier, die Karriere fahren kannst. Aber ja, 4 Spieler kannst du einladen, 4 Freunde und irgendwas, also 3 halt, plus dich, bist du der Vierte und irgendeinen Blödsinn machen. Ja, natürlich, Blake, können wir machen. Also, ich kann halt nur nie wirklich was versprechen, dass ich zu der und der Zeit da bin. Ich muss halt sagen, random, ich bin dann on und dann kann man mir halt joinen. Das ist ja gar kein Problem, wenn es sich halt einen Spieler gibt oder so, Blade. Jo, kein Problem. Wünsche, ich könnte halt mehr sagen, aber ich habe bis jetzt nur die Karriere gespielt und so richtig warm war das Ganze noch gar nicht. Ich dachte, ich mache jetzt die Karriere zu Ende und dann schaue ich mal wegen online oder so. Jo, kein Problem hier. Machen wir weiter. Sandstone Valley, was haben wir denn hier? Pre-Runners. Arizona on Fire. Und was sind denn die anderen Gefahren hier? Die sind gefahren mit Aston Martin oder Ford Raptor 150er. Also der Aston Martin DBX oder Ford Raptor sind die meistgefahrensten Autos hier. Den habe ich. Und Aston Martin. Bin auch ja, denke ich mir. Ja, das ist ja okay. Weil du auch länger zum Schreiben brauchst, ist ja klar. Ich bin nie so Fan von Stream und Handy schreiben hier. Danke dir für dein Follow. Ja, kannst du machen. Für mich ist es auch gerade der zweite Tag in dem Spiel. Finde mich noch ein bisschen zurecht hier. Okay, dann fahren wir den mal. Weil ich wollte wegen Aston Martin schauen. Wo ist denn der? Oh doch, der hier. S, also Performance S, Handling A und hier Performance A und Handling C. Oh, das ist natürlich schon viel besser eigentlich, ja? Sollen wir es den gönnen? Ich glaube schon, dann gönnen wir es einfach mal. Scheißegal. Soll ich mit dem Geld sonst anstellen? Fahren wir mal mit dem Auto, was die Top 10 gefahren ist. Der Raptor habe ich eh schon gehabt, aber mein Aston Martin mal testen. Irgendwann werden wir eh alle Autos haben und rumprobieren. Falls ich überhaupt so viel spiele. So, Stampede, let's go. Also dann. Fight. Pulling in 3, 2, 1. Fight. Let's go. Ah, oh, da ist ein Raptor vor mir. Was ist das links von Auto? Das ist ein Audi? Ist das ein Audi 6er? Was ist das da? Oder 4er? Sieht aus wie so ein Audi da links. Yay, oh mein Gott. Okay, da haben wir 3 Runden, hier müssen wir wieder was hinsetzen. Ich muss mich auch alle paar Minuten mal so
bewegen, weil ich meine Füße sind so beschissen wegen der Entzündung, dass sie halt einpennen, sehr, sehr schnell, und dann brauchen sie ein paar Stunden, bis sie wieder aufwachen. So ein sandiges Gefühl halt. Kribbelt dann so seltsam. Oh, umziehen. Aber ich hoffe, du kriegst da Hilfe. Weckerstellen meinst du? Nee, ich spüre das dann schon. Also das spüre ich dann. Das geht eigentlich. Ich muss dann immer wieder Pause machen und dann mich halt irgendwie umsetzen. Das geht schon. Also das mit Wecker wäre es vielleicht ein bisschen too much. Wenn ihr hier alle 90 Sekunden den Wecker klingen hört, dann wäre doch voll nervig, oder? Ich spüre das ja. Also, die Schmerzen in Füßen sind eh immer 8 von 10 und dann je länger ich die halt anstrenge, müsst ihr euch halt vorstellen, das ist eine chronische Entzündung. Je mehr du die Füße belastest, desto mehr Schmerzen sind. Und ich kann halt nicht so scheiße gerade sitzen hier. Ach so, damit sie wieder aufwachen. Ach lol, okay, alles klar. Ja, ich dachte jetzt, dass sie... Jetzt habe ich erst gecheckt, was du meinst. Oh je, das war als Witz gemeint. Ach du Scheiße. Und ich erzähle den ganzen Roman hier, alles klar. Stimmt, wenn sie einschlafen, stelle ich den Wecker, dann wachen sie sofort wieder auf. Habe ich nicht gepeilt. Ich dachte, du meinst es jetzt ernst wegen weggestellt. Alles klar. Einfach Lost nicht mitbekommen hier. Also komplett? Das ist ja gerade komplett alleine schon ekelhaft. Ey, was ist das? Was? Mich nicht im Sprung überholen, ihr Säcke. Ja, aber du kannst doch nicht irgendwelche Sachen allein schleppen. So, also ich könnte es zum Beispiel nicht. Ich dachte mir sogar, ich mache im Sommer einen Real-Life-Stream. Dachte ich mir, okay, wo tue ich jetzt, wenn ich meine Krücken habe, wo tue ich jetzt die Kamera hin? Wo tue ich das Handy halten? Vielleicht so im Kopf, so wie ein Kumpelhelm? Ja, die sind alle geflohen vor dir und das willst du hinterher. Da müssen sie ja wieder wegziehen. Lass dir doch mal in Ruhe hier. Ich muss kurz auf den Boden tun. Hast du den Wink mit dem Zaun nicht verstanden? Sind alle weggezogen und jetzt willst du hinterherziehen oder was? Ne, ich weiß schon, weil du meinst, dass das keiner helfen kann. Hast sie einfach verjagt, Blade. Ja, ja, weißt schon. Hast sie einfach verjagt und jetzt ziehst du hinterher. Ziehst du denn dahin, wo deine Leute hingezogen sind, oder sind die alle in verschiedenen Himmelsrichtungen? Mit Frau, Familie und sowas. Nein! Oh, ich wollte es so eng nehmen, dass ich nicht gecheckt habe, dass da ein Stein ist. Fuck, kurz vorm Ende. Okay. Selber schon Platz 3. Oh. Das kann... Ey, ich wollte die Kurve so eng nehmen, zu spät gesehen, dass da ein Stein ist. Nochmal oder ist okay, so 4 Minuten 21 ist ja wieder ewig langes Rennen hier. Ja, bin ich halt schon. Ja, also, keine Ahnung. Eine Straße weiter? Ziehst du dann in etwas Besseres, also bessere Wohnung oder so? Die sind alle weit weg. Siehst du, deswegen hat man keine, damit sie nicht wegziehen können. Also. Ja, das ist so bei mir. Ja, Mai, hab ich ja Platz 3. Oh nein, Gymkhana ist... Ich hasse sowas. Das ist hier, was weiß ich, Gymnastik. Hier. Weiß ich nicht, hier so in der Sporthalle Gymnastik machen. Bock springen mit dem Auto oder so ein Kack. Ekelhaft.
was sind denn die Pros hier gefahren? Mit Volkswagen. Oder Armada. Volkswagen. Ariel Nomad. Schon was ich hab für ein Scheiß. Wenn ich jetzt ein extra Auto kaufe mit dem. Ah ja, Ariel Nomad, let's go. Ah ja, bessere Wohnung finde ich gut. Dann tust du dich zumindest darin verbessern. Oh Gott. Ich mach mal Third Person hier. Siehst du eine WG oder was? Ach du Scheiße. Oder bist du mit Frauen, Familie und Kind? Ich kenn dein Ding nicht. Sorry, deine Lebensumstände außerhalb der Krankheit nicht, Kappa. Okay, warte, ich lass das mal. Ich hab das jetzt in der Runde gemacht. So, machen wir wieder Boxspringen mit Auto hier. So, nee, den muss man hier umfahren. Hey, was ist. Also, diese Lenkung bei diesem Ding ist so krass direkt. Ich finde das ja so scheiße hier. Boxspringen in der Schule. Also, ne, also nicht mit. Das ist ja mit dem Auto ist eine Katastrophe. Mit dem anderen habe ich zumindest ein bisschen driften gekonnt. Ja, komm, mach mal zu Ende, dass ich dann das andere Auto noch nehmen kann. Aber mir reicht eigentlich der eine Stempel. Also, damit hast du mich schon bei Dirt 2 jagen können oder so. Bei Gymkhana, ne. Kind hat eine Freundin, die schon mal klein an. Okay. Ach so. Und da ist nie mehr geworden, wenn man es schon so lang kennt, als eine. Oder ist das eine feste Freundin? Ich kann gar nicht mehr erzählen, ob es fest ist oder nur so eine Freundin. Ist mal lost. Leider nicht. Ah, okay, du willst sie, die will nicht. Weil du bist in der Friendzone und ja. Ja, RIP. F. F. Dann nicht irgendwo hier? Ja, egal. Ich hab ein F, aber ich finde es gerade nicht da. Ja, das denk ich mir. Aber das Problem ist, wenn du das immer vorstellen kannst, sie nicht, dann hängst du da immer hinterher. Meinst du es dann? Hey, was ist das für eine Steuerung mit so einem beschissenen Buggy? Ich kann nicht. Wahnsinn, du kannst dich auf der Stelle drehen oder was? Ich hasse sowas. Ich mach das nicht. Fuck dieses Ding, ey. Ich hasse dieses Gymnastik-Scheiße da. Kreis, driften, springen. Wo sind wir denn hier? Alter. So nervig. So eine Scheiße. Kunstspringen da oder was? Turmspringen, Synchronspringen da mit dem Auto. Ja, das ist immer scheiße, weißt du? Dann kannst du dich nie davon lösen, weil du immer wieder hoffst, aber wenn es dann nicht geht, ist kacke, weißt du? Das ist dann auch schwierig. Also, ob das dann gut ist, keine Ahnung. Ja, versuche ich, aber ich bin schon wieder gechillt, aber dieses Gymkhana ist einfach. Ich bin da nicht so ein Typ mit dem Donuts, mit diesem. Das, also, ich habe geschafft mit diesem, keine Ahnung, mit dem Evo oder sowas, habe ich es geschafft, ging es einigermaßen, aber so mit diesem Buggy da. Du lenkst und der lenkt sofort. Du hast überhaupt gar keinen Rückstoß. Komm, wir probieren es noch einmal. Mit was kann ich denn hier fahren, das nicht so ekelhaft ist? Ich brauche ein gutes Handling. Warte mal. Hey, Hauptsache, ich wohne mit. Ja, das ist das schon mal ein großer Progress, aber wenn du
theoretisch hoffst du ja, dass immer irgendwie was wird, weil du sagst, du willst, sie will nicht, und dann tut das nicht eigentlich weh, sie mit anderen zu sehen? Also jetzt hier, also ich würde das irgendwie nicht verkraften, ich würde da durchdrehen, wenn es so wäre. Ich gönne mir mal den zum Test. Nicht wirklich? Nicht wirklich? Okay, also jein, bisschen. Ich will eigentlich nur, diese ganzen Dinge sind mir egal, ich will nur hier so einen Donut machen hier oben. Gar keine Chance. Fuck. Ja, Gott! Scheiße, ich habe meinen Donut gemacht, aber bei diesen ganzen Gymkhana Challenges bin ich immer nur so eine Minute im Kreis da gedonutet. Mehr nichts. Das Rest, ich fühle dich dann wieder rumspringen und da rummachen. Donuts finde ich okay. Fuck, die Lenkung ist so schwer bei dem. Ey, das ist. Alter. Jawohl! Auch wenn ich jetzt nicht besser bin, das hat sich jetzt ein bisschen befriedigter angefühlt als vorher. Ich habe trotzdem nur einen Stern, weil diese 18.000 kriege ich nie. Das war. Dann machen wir nochmal. Komm, da habe ich Bock. Noch ein Donut. Das ist lustig. Aber dieses Springen da. Keine Ahnung. Das hat mich irgendwie in die Schule am Bock springen, wie ich schon gesagt habe. So. Jetzt hier nicht runterfallen. Kannst du den vom Stand aus ja machen mit dem. Stopp. Nicht die Wand berühren. Nein! Oh, nochmal. Glaub mir ernst, ich kann nur rechts Donut, links würde ich komplett lost sein. Oh mein Gott. Okay, das ist nice hier, das passt so. Nein, stopp, nein. Oh, ich dachte, ich schaff's noch einmal. Kommt noch dazu? Oh ja, das passt. Mit Allard ist schwer. Hab ich Allard? Hab ich gar nicht gecheckt. Gibt's einen nur mit Heckantrieb? Cool. Ja, also das rum, man muss bestimmt durch diese Dinger springen, durch diese Tore, durch alles Dinger kaputt machen. Ja. Schon mal 2 von 3. Ich glaube, das ist das Höchste, was ich jemals habe in Gymkhana. Bin ich zufrieden. So. Einfach Donut machen. Fertig. Porsche 924. Ach, der Lancia Stratos, den fahre ich nie wieder. Ich hasse den. Den habe ich auch in WRC 9 gehasst. Den kann ich ja gar nicht fahren. Porsche 924. 911er oder den Ford? Ja gut, da gefühlt alle. 924. Heckantrieb. Performance A, Handling C. Was habe ich hier? Ich habe mir den Aston Martin doch hier geholt. Warum fährt mit dem keiner? Das ist doch der stärkste eigentlich.
Rally Raid, Kalabaka Town Greek. Let's go. Αυτό περιμέναμε. Να ακούσουμε τη φασαρία και να δούμε τα φώτα να γίνονται πράσινα. Porche. Porche, liebe, ich muss mal kurz YouTube Studio anmachen, was testen. Ich jetzt hier die Null drücke. Da, okay, wenn ich jetzt die 2 drücke. Achso, ja, cool. Das geht sogar. Ja, nice, das geht. Warte, ich wollte nur schauen, wie es ausschaut, wenn ich mich hier so... Zack. So. Kann ich ja Peace hier für euch machen heute. Huch, warte. Hallo? Kamera? Ich hab euch noch gar nicht heute Hallo gesagt eigentlich hier. Ich habe euch ja gar nicht heute Hallo gesagt. Moin, was geht? Das ist die zweite Cam hier. Ich weiß dann nie, wie ich da mit dir ausschaue, weil ich hocke nur im Unterhemd. Ganz, 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 ganz frech. Ganz frech. Normal winke ich immer, sag Hallo, aber ich weiß nicht, wie ich hier dazu ausschaue. Wenn ich, das ist eigentlich das Lenkrad, die Lenkrad-Cam. Das ist hier die Bad-Cam. Die ist immer halt Schweinerei, ist das, was man da machen muss. Hat ganzen weißen Flecken. Weiß ich nicht, wie die da hinkommen. Das ist die normale große Tischcam. Die ist normal viel größer mit Tastatur, mit allem. Aber ich habe das für den Controller kleiner gemacht. Und das andere ist halt die... Ist halt die Lenkradcam und die indirekte Facecam, Kapi. So. Hier, Maus. So, also weiter geht's. Rally Raid, Aston Martin DBX. Let's go. 3, 2, 1, fight. Wieder Motorhaube, let's go. Hey, geil, was ist das heute für ein cooles Auto da? Schöner Jeep. Da war der Raptor gerade neben uns. Ja, der fährt sich gut hier, der Aston DBX. Ist nicht der Fett nächstes Jahr im Aston Martin, oder? Da täusche ich mich da gerade. Hey, ist dieses Wochenende Rennen? Habe ich verpasst heute Training? Doch, die haben doch gesagt, eine Woche ist, oder? Oder nächste Woche erst? Scheiße. Heute habe ich mich gar nicht drüber gekümmert, weil ich... Das ist wieder Freitag heute. Kommt das Wochenende Rennen? Nachschauen, was keiner von euch weiß. Wow, 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 schön sliden. Ja. Wer hätte das gedacht, man muss bei einem Arcadio Race auch manchmal bremsen. Vielleicht auch nicht, aber ich fahre halt mit Bremsen manchmal. Oder muss ich irgendwie so in die Kurve reindrücken, dass man gescheit slidet. Aber ich habe halt dann zumindest mehr Kontrolle. Aber dieser Gang jetzt, Alter, macht doch... Also das ist... Ich hatte schon überlegt, ob ich das mit manueller Schaltung spiele, wie ich eigentlich jedes Spiel spiele, so. Aber ich gebe mir voll die Arcade-Dröhnung. Wenn Arcade, dann richtig Arcade. Dafür spielen mir alle anderen Spiele mit keine Hilfen und manuelle Schaltung. Hoi! Oh Gott, ist ja gut jetzt. Ja, ich habe mich nicht erschreckt. Das war nur so. Ich meine, wenn der Lenker-Support kommt, können wir das ja mal mit Lenker probieren. Bin ja nicht unbedingt abgeneigt, aber du musst dann mit Lenker total holzen hier. Also du musst so viel lenken, links, rechts und wieder kurz. Nein! Ach komm! Jetzt hänge ich an dem Schild fest, als ob das eine Steinwand wäre. Alter, das Schild hätte ich einfach kaputt machen müssen. Boah, ich hasse sowas. Immer so vom Ende. 3/4 der Strecke, 75%, einfach RIP.
jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Ja gut, habe ich Pech gehabt. Es kommen ja noch weitere Events. Mann, mach ihn fünften. Krass. Krass, Leute. Was, Chat, nochmal fahren oder gut sein lassen, weil ist wie es ist, Pech gehabt. Also ich weiß ja nicht. Da wäre locker Platz 1 oder 2 drin gewesen. Erstmal hier die Feier mitmachen. Also wenn ich bei einer Strecke gar keine Chance habe, was oft vorkommt, dann ist es egal, werde ich halt letzter oder fünfter, sechster, aber so, wo ich ja wirklich dann den Sieg fühle, also zum Greifen nah ist, dann das Schild war schon böse. Ich mache einfach nochmal, scheißegal, komm. Das geben wir uns nochmal. Es war eigentlich ganz cool. Besser als diese Dings da. Icebreaker oder nicht Hillclimber oder nee, Pathfinder oder das andere mit diesem komischen ferngesteuerten Fahrzeug mit dem schiefen Dach da. 2-1 Void. Let's go. Voll der Lag am Anfang jetzt. Seit wann bin ich eigentlich Erster beim Start? Also zu 90% zu 90% bin ich eigentlich immer Letzter. Moin. Ja, mal haben die Leute Bock zu schreiben, mal mehr, mal weniger. Bis vorhin haben uns noch Geschichten erzählt, bis vor 5 oder 10 Minuten. Jetzt halt nicht mehr. Ist oft so. Zur Frage, wenn der Shatterino tot ist. Ich glaube, es ist nicht mehr so früh, gell? 3:30. Keine Ahnung. Fragen, Chat. Nun, falls die Antwort kommt. Mit Blade habe ich noch vor ein paar Minuten geredet über irgendwelche Krankheiten. Medivius war auch da, hat uns erzählt von seinem Rücken. Seth hat geschrieben, ich soll mich nicht aufregen. Also, mal so, also, keine Ahnung, du. Wie sie halt Bock haben, ich zwinge niemanden zu schreiben. Mal komme ich nicht hinterher mit dem Lesen, mal ist es gechillt hier. Und ich bin da vorhin gegen so ein Schild gefahren, das ist nicht immer so schlecht, dass ich mal kurz aufpasse hier. Ich war Erster, 75% gegen das Schild. Der Schild war wie eine Steinwand, sich nicht bewegt. Katastrophe. Genau, hier bin ich vorher auch fast umgekippt. Komm, guck. Oh, das Auto ist jetzt nicht so leicht, glaube ich. Das schiebt manchmal schon ziemlich zur Seite. Ich frage mich jetzt, wo war denn dieses Schild? Bei 75% war das Schild. Aber hey, 100 Pro. Ramme ich wieder gegen das Schild, bleibt da hängen. Achso, das ist auch der Straße. Okay, jetzt haben wir ja Straße, okay. Okay, jetzt kam das Schild. Bei der Linkskurve, glaube ich, hier. Weil die Prozentzahl passt eigentlich. Wenn ich gleich einen Fehler mache oder nicht? Ey! Weg da! Drecksack, weg da. Komm, go, gib Gas. Sechster Gang machte mich wieder fertig hier. Nein! Wow, so Speed verloren. Scheiße. Gib Gas. Gib Gas. Komm.
Ja, lol! Oh, wieder ein Fehler am Schluss da hängen geblieben, hey. Ja, jetzt leck mich am Arsch, kein Bock mehr. Also nochmal fahre ich diesen Scheiß hier nicht. Fuck. Ist gut. Hat Spaß gemacht. Bin begeistert. Vergessen wir mal, machen wir Neues. So, haben wir 2 Medaillen erreicht. Mehr geht eh nicht, Kapi.